Lars, vielleicht noch ganz kurz deine Einschätzung. Was könnte denn, weil die sind doch ziemlich ähnlich spielende Mannschaft, sprich auf gleichem Niveau spielende Mannschaft, was könnte deiner Ansicht nach möglicherweise den Ausschlag geben heute? Also ich hoffe nicht, dass es einen Ausschlag geben kann, aber jetzt kommt der Zuspieler von KW direkt als erster reingelaufen. Ich hoffe, dass er fit ist, weil das ist sicherlich ja, eine ganz, ganz wichtige Position für jede Mannschaft. Er war verletzt. Wenn er nicht durchhalten sollte, wird es für Frankfurt sehr viel einfacher. Also das hoffen wir, dass, ich, dass nicht das Zünglein an der Waage ist. Ansonsten Ausschlagannahme wie immer im Volleyball. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also da hast du gesprochen von Byron Katurakis. Das ist ein Kanadier, ein Nationalspieler, der große Probleme hatte zuletzt mit dem Rücken. Es ist wirklich ganz intensiv gearbeitet worden mit ihm, mit dem Physiotherapeuten. Er steht also heute auf dem Platz. Aber das ist natürlich die bange Frage, wie wird er diese Partie durchstehen können, der Kapitän. Und wir sehen die anderen, die jetzt hier einlaufen, die anderen von den Königs Wusterhausland. Der Mann mit der 5 ist er gerade gesehen. Dann haben wir James Jackson, auch ein Kanadier. Und der Nummer 7. Das ist auch ein Zuspieler, das ist Adrian Kloß, der hast du angesprochen, ganz junger Kerl. Also wenn der rein muss, wird es natürlich eine ganz, ganz heiße Kiste für KW. So, und den Ralf, den müssen wir, glaube ich, besonders nochmal erwähnen. Das ist Dirk Westphal, ganz routinierter Mann, 35 Jahre alt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Mann bei KW. Absolut, er hat alles erlebt, was man erleben kann im Volleyball. Überaus interessante Ausgangsstation beim Iran. Bronzemedaille bei der WM. Der hat viel, viel erlebt. Im Sommer verdingt er sich als Beachvolleyballer, was er auch sehr, sehr gut macht. Der ist vielleicht nicht Emotional Leader, weil er ein bisschen eher ein ruhiger Typ ist, aber er ist ein ganz, ganz wichtiger Motor für die Mannschaft. Kamil Ratajczak, das ist der Libero. Auch der ist 35 Jahre alt, ein Pole. Der spielt schon die 10. Saison bei KW. Also das ist natürlich Wahnsinn. Und auch der Herr, der gerade eingelaufen ist, ist ein Urgestein bei KW, obwohl er erst 24 Jahre alt ist. Theo Zimmermann, der Außenangreifer, seit 2006. Wohlgemerkt, das ist nicht falsch. Seit 2006 Theo Zimmermann bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen, Westensee. Der Mann mit der 12, kurz haben wir ihn gesehen, neu gekommen aus Rottenburg, Johannes Mönnig, der Diagonalangreifer. Also das ist die volle Kapelle der Netzhoppers Königs Wusterhausen, Westensee, die Jungs aus Brandenburg. Der Trainer, das ist natürlich auch ein ganz, ganz interessanter Mann, den haben wir vorhin im Interview gesehen. Christoph Achten, der Belgier. So, das sehen wir ihn nochmal in voller Größe. Hat viel bewegt, glaube ich, Ralf, kann man sagen. Interessanter Trainer und hat auch eine Menge erreicht. Nicht nur mit dem Pokalfinale, die spielen auch in der Bundesliga eine tolle Rolle. Ja, jetzt am Ende fällt es so ein bisschen ab, aber da sind sie auch Hand in Hand mit den Volleys, mit den United Volleys, ein bisschen runtergerutscht. Aber nee, ich glaube, er macht da gute Arbeit. Der KW Wusterhausen, oder Königs Wusterhausen, ist ja schon lange, sehr, sehr lange bald in der Bundesliga dabei. Hat mit Mirko Čulić einen langjährigen Trainer. Jetzt gab es einen Wechsel und wie das so ist, dann verändert sich was. Und das scheint gut zu laufen, was der Christoph da macht. So, jetzt kommt der Gegner. Jetzt kommen die United Volleys aus Frankfurt. Der Mann mit der Nummer 1, das ist ein Argentinier, neu gekommen. Vor kurzem erst ein Mittelblocker. Aber der hat sich sehr schnell als richtig, richtig starker Mann entpuppt, Facundo Imhoff. Und ich glaube, der hier, der Kollege auf der Libero-Position, den wir da gesehen haben, Satosho, genannt Ide Zwicky, da sagt Christoph Achten, das ist für mich der, einer der besten Liberos der Bundesliga. Gehst du da mit, Ralf? Ja, der spielt auf jeden Fall ganz oben da eine wichtige Rolle bei den Liberos. Ist ja sehr präsent, ist schnell. Also da freue ich mich schon drauf, dass er vielleicht mal so ein paar Ballwechsel länger gestaltet, weil er in der Abwehr da gut arbeitet, aber gehe ich eigentlich von aus. Noah Baxpöhler, ein deutscher Nationalspieler, ein Mittelblocker mit der Nummer 4. Und das ist Tim Grosser, der Hammer-Tim, um das mal so zu sagen. Er hat ja einen Bruder, der als Hammerschorsch bekannt ist, Georg Grosser. Mit dem hast du, glaube ich, auch noch zusammengespielt, mit dem Bruder und mit dem Vater auch. Was hältst du vom Tim? Entwickelt sich, absolut. Also ganz, ganz früh habe ich ihn auch schon kennengelernt. Da konnte man das vielleicht nicht so erwarten, aber er hat sich wirklich ja, berappelt. Ich glaube, was Christoph Achten auch gerade sagte, die Zeit in Tübingen war gut für den Tim und kann eine herausragende Rolle spielen. Ne? Das wird auch so ein Zünglein an der Waage für das Pokalfinale heute sein. Jetzt haben wir gerade die beiden Mittelblocker gesehen, Malescher und Jochen Schütz.
Jochen Schöpf, 37 Jahre alt, aber er ist ja unglaublich wichtig geworden, muss man ja fast sagen. Am Anfang eigentlich nur so als Backup gesehen von Malescha, aber mittlerweile ist er gar nicht mehr wegzudenken. Manchmal auch nicht aus der Stammformation. Also ein ganz, ganz wichtiger, elementarer Bestandteil dieses Kaders. Jochen Schöps, konnte man ihm das noch zutrauen im reifen Volleyballalter? Ich glaube schon. Also Jochen ist topfit. Er hatte leider vor ein paar Jahren eine Schulterproblematik, hatte da eine OP und Schulter dauert lange, bis man wieder da hinkommt, wo man war. Vielleicht schafft man das sogar nie, da hinzukommen, aber ich glaube, er hat sich da gut berappelt und von jeher hat er über Spielfähigkeit geglänzt und ist halt sehr vielseitig einsetzbar. Das wird auch gleich spannend, wie Frankfurt starten wird. Ja, das ist nicht ganz klar, wie die Verletzungssituation da in der Mannschaft ist. Wenn wir davon sprechen, Falkiers kommt gerade rein, der Zuspieler wird leider wahrscheinlich nicht spielen können, zu stark am Rücken verletzt. Ja. Ja, wir haben auch Quiroga gerade gesehen, der auch nicht wirklich schnell die Halle betreten hat. Der hat einen Muskelfaserriss. Auch da ist ein großes Fragezeichen, wie leistungsfähig dieser Mann sein kann. Also wirklich, da hat es ja auch Jörg Krieg vorhin angedeutet. Also das Verletzungspech, das muss man sagen, hat die Frankfurter in dieser Saison wirklich enorm gebeutelt. Also die Veranstalter hier, sie geben wirklich alles, enorme Stimmung, versuchen sie hier zu machen und das ohne die Fans, die ja leider Corona-bedingt heute nur am Bildschirm dabei sein können. Aber man muss sagen, es ist wirklich eine faszinierende Atmosphäre, immer wieder in dieser Halle und wir sind wirklich gespannt, wie beide Mannschaften damit klarkommen, dass sie eben ohne Fans hier vor Ort antreten müssen. Das ist die Starting Six der Netzhoppers und da sehen wir eben Kitarakis, das ist der Zuspieler, das ist der Mannschaftskapitän. Er wird beginnen, das ist eigentlich die erwartete Formation, Ralf, oder? Doch, das ist die erwartete Formation für KW, Gott sei Dank kann Kitarakis spielen, wie gesagt, ist ein ganz wichtiger Mann. Insofern ist alles angerichtet auf KW-Seite. Haben wir Christoph Acht noch mal groß im Bild. Er hat ja gleich zwei Menschen oder zwei gute Spieler mitgebracht aus Rottenburg, wo er zuletzt ja Trainer war. Und es ist auch ein Ex-Rottenburger im Frankfurter Team. Das ist Tim Grosser, den wir hier also sehen. Und so sieht sie aus, die Anfangsformation der United Volleys. In der Tat, ohne Quiroga, mit Malescha und mit Schöps. Was heißt das taktisch, Ralf? Dass Malescha viel annehmen wird. Das ist nicht seine Stammposition, da wird er viel Arbeit kriegen. Aber das hat er jetzt in den letzten Spielen auch gut gezeigt, dass er es schafft. Das müssen wir mal schauen, was Frankfurt draus macht. Schmidtgal, das ist der Zuspieler und das ist einer, der also ganz viel Verantwortung heute trägt. Und das ist Juan Manuel Serramalera, der argentinische Coach von den United Volleys aus Frankfurt. Der Schiedsrichter ist Dr. Mirko Till, der erste Schiedsrichter aus München. Und er wird begleitet als zweiter Schiedsrichter von Erik Scheu aus Altdorf bei Stuttgart. Los geht's, die Frankfurter rechts vom Netz. Daniel Malescha, der gerade in diesen Spielen gegen die Netzhoppers auch immer wieder richtig gut unterwegs war, viele, viele Punkte gemacht hat in der Bundesliga. Ralf, vielleicht sagst du uns ein paar Worte auch zu Malescha. Der hat ja früher in Friedrichshafen gespielt, davor in Herrsching. Ich glaube, der Wechsel nach Frankfurt hat ihm durchaus gut getan. Wie schätzt du es ein? Ja, ein hochtalentierter Spieler, der ja speziell in der Zeit in Friedrichshafen körperliche Probleme hatte, die scheint überwunden zu haben und ja, fühlt sich da wohl. Und sowas brauchst du halt auch als Spieler, dass du irgendwo den Punkt findest, wo du dich wohlfühlst, wo du dich gut aufgehoben fühlst. Das scheint hier in Frankfurt der Fall zu sein. So, da ist er, sag ich mal, in Aktion gewesen, Tim Grosser mit dem sogenannten Pipe, dem Hinterfeldangriff. Der schlägt ja fast genauso scharf wie sein Bruder, oder? Ja, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen, aber es reicht scheinbar aus in dem Moment für KW. So, jetzt wird erstmal die Bande weggeräumt hier. Also die Frankfurter gleich zu Beginn on fire. Oh, schöner Ballwechsel. Ah, da geht die Fahne hoch vom Innenrichter. Kurz zur Erklärung, der Ball muss außerhalb der Antenne auf die andere Seite gelangen, damit er zurückgespielt werden darf. Das war scheinbar nicht der Fall, deshalb wurde es abgepfiffen. Byron Kitarakis ist sofort da beim ersten Schiedsrichter bei Dr. Mirko Till. Der hört sich das an, aber die Entscheidung steht Punkt Frankfurt. Ein Blitzstart der Hessen auf Schlag Grosser. Bisher wie bei den Frauen. Für KW jetzt mal ein Sideout oder das.
Tim Brosser sicher einer der besten Aufschläger bei den Frankfurtern. Sehr druckvoll im Service, aber logischerweise dann auch mit relativ viel Risiko. So, das ist Jannik Goralik, einer der jüngeren Spieler auf Seiten der Brandenburger, 23 Jahre alt. Wieder Malescha, wieder Punkt. Ja, sieht sehr dynamisch aus. Gutes Tempo nach außen. Wundert mich, dass sie bisher noch nicht im Aufschlag gesucht haben, weil es auch ist eine Situation trotzdem. Aufschlag Noah Baxpöhler. Der weiß, wie es ist, ein Pokalfinale zu spielen. Hat das mal erreicht mit Lüneburg. Damals verlor er 0:3. Heute soll das logischerweise ein bisschen anders werden. Ja, direkt eine schöne Rallye. Ja, Zuspielangriffssituation ist noch ein bisschen unkontrolliert, aber der Ball bleibt im Spiel. Oh, was für ein Block. Was für ein Block mit Malescha und Imhoff. Frankfurt absolut voll da schon in diesem ersten Ballwechsel. Ja, immer schön, wie er das Timing ein bisschen adaptiert. Nicht zu früh da sein. Nimmt die Diagonale weg, erste Auszeit. Erste Auszeit, also Riesenstart für Frankfurt. Gleich sind wir zurück. When the ball is fast, all the other we keep on closing the line. Okay? More attention with the middle blockers. Now when we're there, we're controlling the wings. Got it? Keep going. Ja, das ging nicht so los, wie Christoph Achten sich das vorgestellt hat. Der Trainer der Netzhoppers, der auch mental eine Menge drauf hat. Das sagen alle, die mit ihm schon zu tun gehabt haben oder aktuell mit ihm zu tun haben. Er hat seine Spieler sogar aufgefordert. Leute, ihr müsst euch vorstellen, wie das ist, den Matchball zu verwandeln. Ihr müsst euch vorstellen, wie das ist, Pokalsieger zu werden, damit ihr damit auch mental umgehen könnt. Naja, der Weg ist ein weiter zum Pokalsieg, das ist mal klar. Auf jeden Fall gibt es gerade jetzt mal den Aufschlag der Brandenburger in Person von Johannes Smith. Ja, also, Ralf, ja, der Block ist überragend gerade. Ja, es wird auch in der Auszeit gerade angesprochen vom Frankfurter Trainer. Hohe Bälle wollen sie Linie offen lassen, weil er die nicht Linie schlagen kann. Das scheint sich zu bewahrheiten. Ich hatte ein bisschen Probleme ins Spiel zu kommen. Ja, und Schöps beim Aufschlag. Na, er muss es Dirk Westphal mal machen. Ein Elfmeter, den er da verpasst. Nach der trotzdem richtig tollen Abwehr da von Ide, dem Libero. Er hat Schmidtke ein bisschen die Kontrolle verloren. Aber auch spannend, dass Kaciorakis den Mönch weiter die Bälle gibt, was gut ist, damit er sein Diagonal im Spiel behält, weil das ist wichtig. Auch wenn er nicht erfolgreich ist, braucht er Bälle, weil sonst ist er irgendwann ganz raus. Ja, Jochen mit seiner ganzen Routine. Ist bestimmt nicht viel Linie offen, aber das findet er. Ja, Jochen Schöps ist ja fast so eine Art Volleyball-Legende. Ralf, vielleicht sagst du mal kurz, wo sind seine besonderen Stärken? Wo liegen die? Er ist super komplett. Er ist super komplett, eine super Ballbehandlung, macht wirklich alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Kann das Spiel lesen, auch wenn er den Ball jetzt nicht in Abwehr bekommt. Hat ein unglaubliches Repertoire an Schlägen. Leider, wir haben das gerade schon angesprochen, hat er eine Schulterverletzung vor einigen Jahren. Da ist ihm die Power verloren gegangen, aber macht keinen Mist. Also einer, der immer ganz genau weiß, was er da so macht auf dem Volleyballfeld, das ist James Ware. Beim Aufschlag, das war ein guter Aufschlag, hat er Probleme, der japanische Libero, das sieht man selten bei ihm. Aber KW, so scheint es ist, wie heißt es immer so schön, angekommen in diesem Finale, nur noch 2 Punkte Rückstand für James Ware, den Mittelblocker und seine Kollegen. Ein Kanadier, der aber auch die australische Staatsbürgerschaft hat und deshalb auch Nationalspieler Australiens ist, der Mann mit der 3 bei KW. Ja, auch wenn der Ball jetzt weggeht, man sieht KW, die wollen Abwehr spielen, die gehen jedem Ball hinterher.
Und wie du gerade sagtest, ja, die kommen so langsam ins Spiel und je mehr sie ins Spiel kommen, desto schwieriger wird es für Frankfurt, die Bälle auf den Boden zu bringen. Das hat man auch in den letzten Spielen gesehen, dass das KW immer wieder da in diesem Segment Blockabwehr gut spielt. Ja, der Schiedsrichter sagt, der war gut. Jetzt kann es möglicherweise einen Videoentscheid, einen Videobeweis geben. Wir gucken mal. Ja, die Challenge wurde beantragt. Ja, aber sehr, sehr klar. Wir haben mal unsere Brille vorher geputzt und haben entdeckt, der Ball war auf jeden Fall drin. Also, ja. Dadurch, dass er so lang war, war es vielleicht nicht so zu erwarten, dass er da reingeht, aber das war, ja, egal. So, da haben wir ihn mal beim Aufschlag, Byron Katurakis, ein Neuzugang, kam aus Frankreich vom Narbonne Volley und das ist ein Volltreffer gewesen, muss man sagen. Sofort eine absolut dominierende Figur geworden bei KW. Umso froher sind sie, dass er heute dabei sein kann in diesem Pokalfinale. Tim Grosser, nee, keiner dran. Punkt KW. Ich auch nicht. Also, sie sind dran. Nur noch 7:8 aus Sicht der Mannschaft in den schwarzen Trikots. Findet er nicht so gut, Trainer Serra Malera. Ja, solche Fehler darf man nicht so viele machen. Solche Bälle unbedrängt ins Ausnageln. Grosser, jetzt erfolgreich. Ja, das ist ein Ball, den Dirk Westphal von 10, glaube ich, 8 abwehrt. Den jetzt gerade nicht. Ja, im letzten Moment noch ein Blocktouch, der die Flugkurve verändert. Das erste Tempo versucht über Koralik. Klappt nicht, da war der Block sofort da von den Frankfurtern. Also im Block gefallen sie mir gut, die Hessen. Ja, also sieht man ganz klar, dass das gescoutet war. Praktisch, dass gesagt wurde, okay, bei guter Annahme musst du mitgehen, erstes Tempo. Noah Backspüler geht da früh mit. Sensationelle Reaktion, hilft aber nichts, weil der Ball dann doch im Aus landete, aus Sicht der Frankfurter. Also ein temperamentvoller Beginn in diesem Pokalfinale bei den Männern. Und wenn wir diese Aktion so sehen, diese hart umkämpften Punkte, dann können wir uns eigentlich kaum vorstellen, dass hier eine Mannschaft durchmarschieren wird, so wie das Schwerin gelungen ist bei den Frauen. Oh, 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 was ist jetzt? Okay, hör nicht. Ich dachte schon, so ein schöner Ballwechsel. Aber ja, seine Körperreaktion zeigt, dass er jetzt war. Ja, es ist unglaublich schnell, wie das da vonstatten geht. Unglaublich schwer zu sehen, aber das ist eben auch dann der Job unter anderem des zweiten Schiedsrichters, sowas festzustellen. Es gibt auch keine Proteste, alles gut. Tim Grosser beim Aufschlag, wie gesagt, einer der stärksten Aufschläger bei Frankfurt. Geht's wieder über Westphal. Ja, die Abstimmung im Angriff mit Dirk Westphal, das passt noch nicht so ganz. Hat, glaube ich, fast jeden Fall geschottet, getippt, wie auch immer. Trotzdem Punkt. Für Königs Wusterhausen, Angriffsfehler über die 4, Dani Malescher. Der Goralik. Ja, der Linkshänder erfolgreich, Johannes Mönnig. Der vom TV Rottenburg mitgekommen ist sozusagen mit dem Trainer, mit Christoph Achten, 23 Jahre alt. Früher auch schon in der Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Auch er, kann man sagen, einen Leistungssprung gemacht bei Königs Wusterhausen. Ja, eigentlich ein schöner Ball. Ich glaube auch, dass der knapp ist. Gut, das ist der Challenge. Nee, kam, passiert nichts. Passiert nichts, aber KW hat ausgeglichen, Ralf. 11 beide. Also das sind jetzt doch einige, sagen wir mal, leichte Fehler gewesen bei den Hessen. KW gerade im Aufwind, auch wenn es hier den Fehlaufschlag gibt von Janik Goralik. Ja, spannend. KW sucht den Libero, den wir gerade noch gelobt haben. Jedi. Thank you.
Spöhler wieder raus nach diesem Fehlerschlag. Der Libero zurück. Eine Mannschaft, die fast komplett neu zusammengestellt wurde bei den Frankfurtern, ganz im Gegensatz zu KW. Da gibt es doch einige wie Westphal, wie den Libero, die doch schon in der vergangenen Saison da waren. Mannschaftlich sehr stark, KW, das ist vielleicht einer der Vorteile, die Brandenburger haben. Eine mehr oder weniger doch gewachsene Mannschaft. Der Trainer, wie gesagt, hat zwei Jungs mitgebracht aus Rottenburg. Also dieses Trio, diese Fraktion aus Rottenburg, kennt sich ja auch schon seit einiger Zeit dazu. Dieser harte Kern aus KW, das passt ganz gut zusammen, muss man sagen, beim Team in den schwarzen Trikots. Oh, kleine kleines Missverständnis. Gucken sich beide an in der Abwehr. Wer nimmt ihn? Momentum ist gerade bei Königs Wusterhausen. So, es gibt die Auszeit, verständlicherweise bei Serra Malera. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie können was gewinnen bei uns. I get the feeling that we're playing full risk, every action in attack. No. No, we don't play like that. Yeah, when we have it, we go. If not, we go for the second ball, we play second transition good. They don't have too many guys that play good transitions. Yeah, so we put them in a difficult situation, someone else is selling and we go. Okay? So once again, one side down, you go. So, zurück in Mannheim beim Pokalfinale im Volleyball bei den Männern. Es ist keine gute Phase gerade für Frankfurt. Jetzt frage ich mal den Trainer Ralf Bergmann. Ralf, deine Mannschaft hat gut begonnen, wie die Frankfurter, führt hier 5-2. Auf einmal gerät sie ins Strudel, liegt jetzt zurück. Was machst du da als Trainer? Ja, so ähnlich wie Serra Malera gerade, ein bisschen Ruhe reinbringen, fragen, also was er gemacht hat. Ja, warum seid ihr so hektisch? Warum sucht ihr den schnellen Abschluss? Ja, jetzt suchen sie ihn wieder. Ein bisschen auch der Situation geschuldet, das Zuspiel war nicht gut. Aber es muss ein bisschen ruhiger werden, es geht jetzt zu schnell, es geht jetzt zu einfach für Königs Wusterhausen. Schmidtke hat gerade ein bisschen Probleme, findet nicht so den richtigen Dreh. Das, was er braucht, was ja, die Angreifer findet er nicht, das, was er macht, funktioniert nicht so richtig. Das ist gerade nicht so eine angenehme Situation für Frankfurt, weil natürlich nur ein Zuspieler vorhanden ist. So, Johannes Mönnig jetzt beim Aufschlag. Das ist so ein absolutes Beispiel für Jochen Schöps. Ja. Kriegt den Ball, der noch nicht mal so einfach zu spielen ist, deutet an mit einem schnellen Arm, dass er einen Schlag will, bricht dann ab und macht einen Rollshot. Das ist das, was man braucht in so einer Situation. Vor allem braucht Frankfurt gute Annahme. Die Annahme funktioniert gerade nicht. Und auch an Jochen Schöps nicht gefeit vor Fehlaufschlägen, ganz klar. Du musst natürlich auch immer wieder mal was anbieten. Immer wieder auch ein bisschen mal ins Risiko gehen. 3 Punkte Vorsprung jetzt beim Aufschlag von Dirk Westphal. Der selber gesagt hat, das ist ja sowieso schon eine Riesenüberraschung, dass ich noch mal ein Pokalfinale bestreiten kann. Aber die größte Überraschung ist eigentlich, dass ich es mit KW geschafft habe, in so ein Endspiel zu kommen. Das wäre ein Quantensprung für unseren Verein, so hat es Dirk Westphal gesagt, wenn wir tatsächlich hier mal den ersten Titel in der Vereinsgeschichte holen wollen. Er hat auch gesagt, wir sind dabei, uns weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Wir wollen auch international mal spielen. Kann ja sein. Der Pokalsieger wäre ja berechtigt, international zu spielen. Im CEV-Pokal, da geht es natürlich auch dann ums Geld, ob man sich das dann leisten kann. Aber der Wille ist auf jeden Fall da. Die nächste Auszeit ist da. Ja, das sind schon nachdenkliche Minen, die wir da sehen auf Frankfurter Seite. Da der Libero Ede, Trainer Serra Malera. Da muss jetzt der berühmte Ruck kommen, Ralf. Im Moment ganz klares Momentum bei Königs Wusterhausen, die mit 5 Punkten vorne sind, nachdem sie am Anfang ja einige Punkte hinten lagen. Also da hat sich viel, viel Positives getan auf Seiten der Brandenburger. Was kann Frankfurt noch retten? Du hast es gesagt, die Annahme vor allem, oder?
Ja, der Ball muss noch, ja, jetzt muss Mario Schmidtgall wieder laufen und irgendwie die Situation lösen. Jochen Schöps tut es dann für ihn, aber er kann im Prinzip gerade nicht das spielen, was er will, sondern er wird irgendwo hingetrieben und muss dann irgendwie Lösungen finden, die dann teilweise auch nicht ganz stimmen. Und das ist natürlich gerade das Riesenproblem und KW spielt einfach, die haben Spaß, die haben gerade diese Leichtigkeit. Ja, einer Situation kreiert, auf dem Niveau wird das gelöst. Positiv für KW. Und den Punkt macht der Erste, macht Karli Alik, der Außenangreifer, der Ex-Dürener, estnischer Nationalspieler. Auch ein Mann mit einem sehr, sehr guten Ausschlag. Jetzt schlägt erstmal ein anderer auf, das ist James Ware, der Kanadier mit der australischen Staatsbürgerschaft. Wir haben darüber gesprochen. Sehr schöner Aufschlag. Entschuldigung, dass ich lache. Das ist Play of the Day. Das ist eigentlich ein Ball für KW, gut geblockt, der dann irgendwie beim Schnellangreifer landet, der in der Luft schon ist. Ja, dann schlägt den rein. Ja. Nicht nachzuahmen. Sensationelle Szene. Facundo Imhoff macht diesen wirklich spektakulären Punkt für seine Mannschaft. Sowas kann dir ja auch wieder ins Spiel zurückhelfen. Ja, einfach mal was passiert, dass man nicht mehr über diesen ganzen Mist denkt, den man gerade irgendwie gemacht hat, wo man sich nicht wohlfühlt. Ja, das ist viermal, war an der Netzkante der Ball. Ja, das könnte jetzt so eine Situation sein, ne? Wo so ein bisschen was passiert. Dinos Hüger ist reingekommen, junger talentierter Spieler im Aufschlag. Der junge Mann ist 17 Jahre alt, ein Riesentalent, kommt aus dem Volleyball-Internat in Frankfurt, hat ja schon einige Einsatzzeiten bekommen jetzt in seiner ersten Bundesliga-Saison. Und das ist einer, der geht vielleicht rein und sagt, ich denke mir nichts, ich spiele einfach und mal sehen, ob es hinhaut. Genau, mittlerweile haben wir eine Challenge hier, ob vielleicht der Block das Netz berührt hat. Jetzt ist spannend, also wenn man den Ball ins Netz schlägt, wird das Netz natürlich gegen den Block gedrückt. Wobei dann der Block das Netz berührt, aber das ist, denke ich, kein Fehler. Jetzt gibt es auch so leichte Diskussionen da unten zwischen Achten, dem zweiten Schiedsrichter. Ich denke, dass da ähnliche Dinge besprochen werden. Allein die Tatsache, dass das schon jetzt ein bisschen länger dauert, zeigt uns kniffliger Fall für die Referees. Ja, und im Prinzip eine Auszeit für Königs Wusterhausen. Auch das ist sicherlich das, was Achten wollte. Übrigens, da gibt es auch einen eigenen Schiedsrichter, Video-Challenge-Schiedsrichter. Börge Jensen ist das, der Mann aus Lübeck. Und es ist kein Netzfehler, das ist die Entscheidung. Genau, Ball bleibt an der Netzkante hängen. Ja, Königs Wusterhausen lässt sich trotzdem nicht damit abspeisen, ist nicht zufrieden damit. Jetzt sind gleich zwei Minuten rum. Der Linus steht am Aufschlag. Ja, wenn er den jetzt gut versenkt, dann hat er schon mal richtig starke Nerven, der junge Mann, der 17-jährige Linus Hüger. Ja, da wird aus dem 19-15 schnell 19-17. Auch das wurde prophezeit, unter anderem von Dirk Westphal. Er hat gesagt, es wird ein Spiel mit vielen Aufs und Abs geben. Es wird ein Spiel mit vielen engen Situationen geben. Ich glaube, man kann sagen, der hat jetzt schon recht, der Dirk Westphal. Hat ja auch viel Erfahrung. Genau, dem kann man ihm definitiv nicht absprechen. Dem Mann, der als erster und bislang, glaube ich, einziger deutscher Volleyball-Profi auch mal im Iran unterwegs war, hat er uns übrigens viel erzählt in unserem Volley-Talk. Kann ich Ihnen sehr empfehlen, unserem Podcast, aktuelle Version mit Katharina Rosser und Daniel Höhr zu Gast, Dirk Westphal. Lohnenswert, mal reinzuhören. Katarakis beim Aufschlag. Oh, knapp, sehr knapp. Aber ist, wohl ist doch zu raus. Lang, ja, aber er verfügt über einen guten Ausschlag. Ist doch schön, dass er drauf geht, dass er das, ja, dass er Selbstbewusstsein ausstrahlt. Ein bisschen Fußfoul. Baggert er den Ball. Nicht das von Achten, was Achten haben möchte. Jetzt oder ein Ball später, wenn sie den Zeitung nicht machen, wird es bei Königs Wusterhausen Auszeit geben, schätze ich mal.
jetzt wieder. Ah, den macht er, Johannes Mönnig, und das war ein extrem wichtiger Punkt jetzt. Sehr wichtig, er ist als Diagonalspieler selten auf der 4, als Linkshänder auf der 4. Es ist sowieso noch mal schwieriger. Sucht den Block, findet den Block, schlägt ihn an. Alles gut gemacht aus seiner Sicht. So, jetzt kommen wir ganz langsam in die wirklich entscheidende Phase. Jeder Volleyballer weiß, das nennt man Crunch-Time, Aufschlag von Alik. Ja, wieder schlechte Annahme. Ja, Jochen findet da seinen Weg. Hat er gut gemacht. Goranek, denke ich, könnte so ein bisschen mehr seine spitze Diagonale beschützen im Block. Versucht ein bisschen zu viel zu schließen, deshalb ist die Diagonale offen. Oh, ein Ass. Ein Ass. Ja, dazu ist die Familie Grosser immer gut. In einer wichtigen Situation Sprungaufschlag, Ass zu produzieren. Er wird auch jetzt beim nächsten Ball draufgehen. 21 Beine, das mag er, das will er haben. 8 möchte es nicht haben. Und deshalb die Auszeit bei Javi. Ja, das, was wir erwartet haben, das passiert. Es ist ein Spiel mit vielen Aufs und Abs auf beiden Seiten. Was kann jetzt in der entscheidenden Phase den Ausschlag geben? Jetzt so ein bisschen Basis mit den Fehlern ein bisschen raushauen, nicht überpacen. Also das, was Cyril Malera gerade gesagt hatte, ein bisschen ruhiger sein. Das hat seine Mannschaft jetzt geschafft. Ich denke, dass KW das auch. Die haben Charaktere in der Mannschaft, die das schaffen. Jetzt aus dem Zeitraum rauszukommen, wäre für KW natürlich gut. Aber als allererstes müssen sie gut annehmen. Also, Grosser wird ordentlich draufgehen jetzt. Ja, Grosser wird draufgehen, das kennt man. Wenn man über den Namen Grosser und Aufschläge redet, freuen wir uns einfach auf die eine ganz, ganz spannende, entscheidende Phase vom Durchgang 1 im Männerpokalfinale. Ja, anderes Fehler. Das musst du uns kurz erklären. Er landet am Ende im Netz, ja. Er schlägt praktisch auf die Antenne. Die Antenne ist praktisch die Linie, die am Netz hängt, sozusagen. Das ist der Ball direkt im Aus. 8 reagiert, bringt seinen zweiten diagonalen Jackson rein. Antenne, Berührung, eigentlich kann man sagen, immer Fehler im Volleyball. Ja, und Tim Grosser macht Fehlaufschläge. Kann passieren. Ja, der Ball guckt leicht rüber, fällt aber nicht. Ja, Königs Wusterhausen stellt einen Screen, also eine Sichtbeeinträchtigung für Tim Grosser, dass er nicht in der Annahme so gut sehen kann. Jacksons erste Aktion ist ganz gut. Und der lebt auch noch, den können sie noch kriegen, das wird ein Dankeball werden. Oh, der ist schwer. Ja. Ja, nimmt er die einfache Variante, aber ist gut. Chance Molescher. Clever gelöst. Ja, sehr überlegt geschlagen, genau das wollte er so machen. Entweder so, dass das ausgeht oder dass man ihn einfach sichern kann. Ball ging ins Aus. Ja, sieht man, schlägt oben in die Hände. Ja, Bugs Billotte, Aufschlag davor, verschlagen. So, die Riesenchance jetzt für Frankfurt. Über Malescha, noch passiert nichts. Es geht weiter über Katarakis, aber jetzt machen sie den Punkt. Jetzt machen sie den Punkt, die United Volleys, und erkämpfen sich die Satzbälle. Ja, schade, eigentlich hat Katarakis alles richtig gemacht. Ball würde ins Ausgehen, Dirk Westphal kommt nicht mehr weg. Kriegt ihn auf die Schulter, sehen wir jetzt schön. Ja. Satzbälle. Noah Baxbühler. Auch deutlich über 2 Meter groß in Sachen Größe. Haben Sie leichte Vorteile? 2,10 Meter genau. Noah Baxbühler, der Mittelblock. Ah, da geht's über Westphal und Routine hilft in solchen Situationen natürlich immer. Ja, jetzt eine schwierige Situation für Jackson, war die ganze Zeit draußen, ist jetzt direkt am Aufschlag und muss eigentlich ein bisschen was draufpacken, weil Königs Wusterhausen braucht einen Break.
Ja, das war eine Nervenprobe der ganz schweren Art für ihn. Also, Frankfurt geht hier mit 1:0 in den Sätzen in Führung. Aber jeder KW-Fan weiß, das war in allen Pokalspielen so. Und wir haben am Ende immer gewonnen. Mal sehen, wie es heute läuft. Gleich sind wir wieder zurück in Mannheim. Da sind wir wieder in Mannheim und liebe Fußballfans, eins ist auch mal klar, die Highlights, sie jagen sich auf Sport 1, denn heute Volleyball-Pokalfinale und am Dienstag, da geht's mal richtig ab im Fußball-DFB-Pokal-Viertelfinale, unser Live-Spiel. Der Zweitligist Regensburg gegen den Erstligisten, gegen den SV Werder Bremen. Pflichttermin für alle Sportfans. 17.30 Uhr, das ist der Sendebeginn, der Spielbeginn. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem Volleyball weiter. Also, die Netzhoppers, Königs Wusterhausen, Bestensee gegen Frankfurt. 0-1 steht's aus Sicht der Brandenburger und liebe Fans des Volleyballs. Sie können ab sofort den Spieler dieses Volleyball-Pokalfinales der Männer bestimmen. Wie sie das machen, ganz einfach. Einfach mal raufgehen auf die DVV-Pokal-App und dann werden sie da durchgeleitet und können ihren Spieler dieses Pokalfinales wählen. Ab sofort möglich auf der DVV-Pokal-App. Ralf Bergmann natürlich weiter bei uns, aktuell der Trainer des Frauenbundesligisten Münster. 225 Länderspiele hat er gemacht als Mittelblocker, war auch mal Diagonalangreifer. Ja, Ralf, ein spannender erster Satz mit dem glücklichen Ende für Frankfurt. 0-1 aus Brandenburger Sicht, das kennen die schon, die waren immer hinten in dem bisherigen Pokalspiel. Man kann jetzt aber nicht ernsthaft annehmen, dass sie es darauf anlegen, wieder 0-2 zurückzuliegen. Das würde mich wundern, wenn das eine Taktik ist. Andererseits wissen sie halt, dass sie immer zurückkommen können. Fakt ist, dass am Ende im ersten Satz die Angriffsqualität den Unterschied gemacht hat. Frankfurt hat besser angegriffen. Königs Wusterhausen hat bezogen auf Fehler und auch auf Durchschlagskraft nicht so gut agiert, wie in weiten Teilen des im Mittelteil des ersten Satzes. Das macht den Unterschied. Jochen Schöps, gerade im Angriff, macht bisher ein überragendes Spiel im Angriff. Und das macht dann eben einen Unterschied, die Diagonalposition. Das ist ganz wichtig. Im Vergleich zu Mönch ist er da klar besser. Und das wird jetzt auch die Hoffnung und der Plan sozusagen von Königs Wusterhausen sein, dass Mönch, der jetzt im Aufschlag ist, ein bisschen besser ins Spiel reinkommt.
Das war eben schon mal ein ganz guter Punkt für ihn, auch wenn ein bisschen Glück dabei war. Altuti schierte das Netz, irritierte damit den Block und das war ein guter Aufschlag. Aber die Annahme von Frankfurt, die steht gut. Und dann, wenn die Annahme gut steht, dann kann man auch so angreifen wie hier Tim Drossen. Ja, spannend. Im Prinzip derselbe Auftakt von Frankfurt wie im ersten Satz mit diesem Pipeball. Im ersten Satz war er erfolgreich von Tim Drossen. Jetzt zieht er ein bisschen zu lang über die Grundlinien aus. Ja, Risiko ist immer dabei. Also Mönch darf weit aufschlagen, der Linkshänder. Ja, schönes Tempo der beiden. Schmidt-Galema passt gut. Ja, über den müssen wir vielleicht auch mal ein Wort verlieren, Ralf. Das ist natürlich ein Problem bei Frankfurt. Falk hier ist eigentlich ja der erste Zuspieler, ganz klar. Der Belgier verletzt, Rückenprobleme, kann nicht dabei sein. Dervişay, der neu verpflichtet wurde, darf nicht mitspielen. Warum nicht? Weil er im Halbfinale noch nicht im Kader stand bei den United Volleys. Da sind die Bestimmungen knallhart. Und deshalb ist der einzige Zuspieler, den sie noch haben, tatsächlich Mario Schmidt-Gall. Aber so ähnlich war es eben auch bei KW. Da war Keturakis sehr fraglich. Der Pole, den sie geholt haben, der darf auch nicht mit dabei sein. Also auf der Zuspielposition ist es bei beiden ganz schön eng gewesen vor diesem Pokalfinale. Also Schmidt-Gall und Keturakis stehen auf der Platte und beide Seiten hoffen sie, dass da nichts passiert in Sachen Verletzung. Das nur so zur Erklärung. Apropos, da sind die zwei ziemlich eng beieinander, Dirk Westphal und Wire. Ja, schön gelöst. Von Mario Schmidt-Gall rechnet keiner so richtig mit, dass er diese Variante wählt. Dementsprechend ist da keiner da und er stopft den Ball einfach rein. Ein Zuspieler über 2 Meter groß ist ja auch nicht die unbedingte Regel, aber in diesem Falle definitiv kein Nachteil. In dem speziellen Fall nicht, nein. Er braucht halt immer wieder gute Füße, muss immer gut zum Ball stehen, damit er all das spielen kann, was er spielen möchte. Da hilft natürlich eine gute Annahme. Das war halt in einigen Teilen zu Beginn bei Frankfurt nicht der Fall. Da lagen sie dann auch hinten im Mittelteil. So, wenn er eine gute Position zum Ball hat, ist das schon ganz gut, was er macht. Da kann es eigentlich nur über Malescher gehen, aber der macht den Punkt. Enorm durchschlagskräftig, Daniel Malescher. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass er eigentlich Diagonalangreifer ist. Eigentlich nicht auf diese Annahme Außenposition zu Hause. Dafür löst er das wirklich gut. Hat schon einige Male gespielt in dieser Saison. Notgedrungen, weil da auch immer wieder Verletzungen kamen bei den Frankfurtern. Oh, sehr schöner Ball. Ja, da muss der Japaner in Deckung gehen, der Libero. Hier ist er. Tsuiki, genannt Ide. Das hat auf dem Trikot steht. Der Japaner, der auf jeden Fall zurückgehen wird in seine Heimat nach Saisonende. Ja. Sehr schön im Block gespielt, gesichert. Ganz langer Ballwechsel wieder. Ganz schwierige Situation, gut gelöst. Oh, ja. Und das ist natürlich mehr als unglücklich. Alle erwarten, dass der Zuspieler den Ball nimmt, aber keiner geht hin, keiner übernimmt Verantwortung. Ist dann immer, sieht immer sehr blöd aus. Alle hätte den Ball einfach spielen können. Ist sowieso noch so eine Option über für einen Angreifer. Keturakis möchte unbedingt erst Tempo spielen. Wunderschöner Block. Ah, das hilft in dieser nicht unkritischen Situation. Man hatte schon immer wieder jetzt den Eindruck, dass Frankfurt sich immer besser einstellt auf das Spiel von KW. Ja. Und dann dieser Block, sowas gibt neues Selbstvertrauen, gerade nach dieser komischen Situation gerade. Genau, und ich als ehemaliger Mittelblocker, das fühlt sich einfach schön an, wenn der Ball komplett in die Hand kommt. Fühlt sich gut an, ist gut, guter Aufschlag hinterher. Das Spiel nimmt Fahrt auf. Ja, da sind sie wieder, diese Aufs und Abs in dieser Partie. Wie so viele auch vorher gesagt haben. Byron Keturakis. Sehr, sehr guter Aufschläger. Sieht man hier, aber die Annahme steht bombensicher jetzt. Bei den Volleys. Und da kann Jochen Schöps mal die Kelle auspacken.
Ja, eigentlich macht der Block alles richtig. Libero steht auch richtig, aber ist ein bisschen verdreht im Oberkörper, sodass der Ball dann seitlich weggeht. Eigentlich sollte er den haben, in der Theorie. Aber gut, Jochen trifft die Linie mit ordentlich Wumms, dann ist es schwer. Ja, im Aufschlag können beide Teams ein bisschen wie die Fehler minimieren, dann wäre es noch schöner anzuschauen. Ja, ist aber auch schon eine Aussage jetzt. Jochen Schöps bekommt unglaublich viele Bälle gerade eben. Bei Schmidtgall fühlt, ja, der Mann macht's für mich. Bei den anderen ist es vielleicht nicht gerade so, wie er es will. Und Jochen liefert. Jochen liefert und wir liefern auch nämlich jede Menge Infos zum Thema Volleyball in unserer Sport1-App und auch auf sport1.de. Egal ob zum Pokal, ob zur Bundesliga, ob zur Nationalmannschaft. Bei uns werden Sie rundum informiert zum Thema Volleyball. Und hier entwickelt sich wirklich ein richtiger Krimi schon jetzt auch in diesem zweiten Satz. Wieder stets unentschieden. Also wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Es war schon im ersten Durchgang ja sehr, sehr knapp. Mich würde überhaupt nicht wundern, uns würde es überhaupt nicht wundern, wenn das so bleiben würde. Es sehr eng zugehen würde auch in diesem zweiten Durchgang. Ja, das nennt man dann Lufthoheit. So, Max Böhler mal geschmeidig über seinen Mittelblocker-Kollegen drüber. Ja, kann man machen. Kann man so machen, obwohl der Ware nun auch kein ganz kleiner ist. Aber da gibt es die großen Vorteile, 6 cm mindestens, ja genau, für Max Böhler. Ja, und Arme kommen noch dazu. Ja, Johannes Mönnig wird so langsam warm. Wichtig für Königs Wusterhausen. Ralf, vielleicht noch mal kurz erklärt. Wir sehen Mönnig, Linkshänder ist jetzt nicht die Regel. Immer wieder kommt mal ein Linkshänder klar auf den Gegner zu. Bedeutet das eine Umstellung für die Mittelblocker, dass da ein Linkshänder unterwegs ist? Ja, es ist alles unterschiedlich, ne? Also die Bewegungsunterschiede, er kann den Ball entweder früher nehmen oder länger fliegen lassen, je nachdem, wo er ist. Es ist sicherlich ein Unterschied, ja. Also das ist, wie du sagst, es ist auch in anderen Sportarten so, Linkshänder gibt es nicht so viele. Es ist immer so ein leichter Unterschied für die Position 2, ist so ein Linkshänder auch eigentlich ganz gut. Ja, dann passt es ganz gut, dass... Ja, jetzt gucken wir mal, was er macht. Ja, und er hat einen Lauf, als jetzt wird's, ne? Er hat einen schönen Schlag, so eine Peitsche, wartet so ein bisschen und dann geht's schnell weiter im Arm. Macht er ganz gut. Auch ein enorm schweres Zuspiel eigentlich für Katorakis. War im Laufen, dann über Kopf das Zuspiel, aber das macht er perfekt. Und Mönnig versenkt den Ball. Ja, auch das ist Corona-Zeiten geschuldet. Sonst gibt es ja die Quick-Mopper. Gibt es jetzt nicht. Müssen die Teams selbst Hand anlegen und den Boden wischen. Ja, keine gute Annahme da von Grosser. Und da gibt es natürlich sofort die Probleme. Ja, Tim Grosser weiß noch Bescheid. Fasst sich da schuldbewusst an den Kopf. Ja, schwieriger finde ich die Abstimmungsschwierigkeit mit Ide. Ide ist auch, ja, zeigt die Hand, mein Fehler. Also den muss er eigentlich dann zuspielen. Er ruft auch. Bisschen Unruhe in dem Annahmeriegel von den Uniteds. Wieder schlechte Annahme. Ja, aber die Außen liefern. Schöps Malescha arbeiten sich durch die schwierige Situation durch. Jetzt schlägt er auf, der Daniel Malescha. Eine seiner Stärken eigentlich. Ah, guter Aufschlag. Zweite Chance, Frankfurt. Super Abwehr. Bisschen dicht. Ja, den pfeift er ab. Und ich finde auch zu Recht, Mirko Till, bislang mit einer guten Leistung. Ich finde, der Chefschiedsrichter da oben, der Münchner. Ja, jetzt hat er sich vielleicht in ein Problem gebracht. Er hat meiner Ansicht nach diese technische Geschichte abgepfiffen. Merkt dann, dass es nicht gut ist und sagt Netz. Und ich glaube, Netz war keiner. Das kann man challengen. Bin ich gespannt.
Wir haben mit ihm mal gesprochen vor einiger Zeit. Dr. Mirko Teller sagt, das hilft mir eigentlich schon auch als Schiedsrichter. Also ich bin absoluter Fan auch vom Video-Challenge-System. Er sagt, wir sind auch nur Menschen da oben. Und das geht oft so rasend schnell. Da kannst du als Schiri auch mal einen Fehler machen. Sei ihm zugestanden. Absolut. Ich möchte nicht mit denen tauschen. Alle größten Respekt, was sie da leisten, die Schiedsrichter. Und dieses Challenge-System ist Gold wert. Dadurch ist auch generell, sind alle ein bisschen entspannter, weniger Diskussion, weniger Polemik. Alles gut. Ja, als ob es da was umsonst gibt da oben. Ja. Aber immerhin gibt es gleich die Auskunft. Was war passiert? Was ist los? Wie ist die Entscheidung? Ja, immer ein Ausdruck dessen, dass es nicht so einfach ist, was da zu erkennen ist, zu interpretieren. Wir müssen nicht ganz so hoch gucken. Wir sitzen fast auf Höhe des Cubes. Alle anderen legen den Kopf in den Nacken. Wir können vielleicht mal sagen, das gibt es erst seit 2013, dieses Video-Challenge-System. Jetzt kommt die Entscheidung, kein Netzfehler. Genau, und das ist das, was ich gerade sagte. Ne? Der Schiedsrichter hat gemerkt, da in dieser Aktion ist irgendwas falsch, da hat er was gepfiffen. Und da muss er sich irgendwie ja, rausarbeiten. Das ist natürlich am Ende jetzt für KW schlecht, weil Frankfurt hätte den Ball noch spielen können und wäre leicht rübergekommen. Aber gut, so ist es. Keiner regt sich auf. Und da müssen wir natürlich auch mal dem super Fußballer Facundo Imhoff ein Kompliment machen. Als Südamerikaner erwarten wir das. Richtig, auch von einem Argentinier. Carly Alec hat da mal alles reingelegt und klopft den Ball da ins gegnerische Feld. Der ist der 13-12 beim Aufschlag von Ware. Ja, schön schnell Arm. Zuspiel passt. Match auf Augenhöhe. Boah, schöner Aufschlag, aber klasse. Die anderen von Großer. Auch das ist einfach, das ist moderner Volleyball. Die Leute früher haben versucht, das war verpönt, Ball rüber zu pritschen. Also das hat man nicht gemacht. Mittlerweile weiß man, dass das eine Möglichkeit ist, schwierige Situationen zu lösen. Und auch auf einem Pokalfinale in Deutschland macht man damit einen Punkt im reingepritschten Ball. Ja, und zwar perfekt von Carly Alec. Jochen Schöps, auch perfekt. Punkt Frankfurt. Also ich muss sagen, mir gefällt dieses Endspiel immer besser, Ralf. Ja, das ist wirklich, wirklich ein schönes Spiel jetzt mit hin und her. Vielleicht könnten wir ein, zwei längere Ballwechsel vertragen. Aber die Hauptakteure, wie jetzt Jochen Schöps mit über 60% Angriffseffektivität, ist natürlich sehr gut. Auch das ist ein schöner Ball. Ja, wird immer schöner. Ja, der Sideout ist ja enorm wichtig, dieser Angriff aus der eigenen Annahme heraus. Da musst du einfach auch in der Annahme stabil stehen, dass du deinen Angriff entsprechend wirkungsvoll aufbauen und auch abschließen kannst. Mal sehen, ob das jetzt den Frankfurtern gelingt beim Aufschlag von Katarakis. Ja, Katarakis macht unglaublich viel Variation im Aufschlag. Einen harten Sprungaufschlag mit Rotation, Driveaufschlag, lockeren, Float. Wirklich spannend. In dem Fall konnte Frankfurt die Annahme halten. Da kann man eben dieses sogenannte erste Tempo spielen, dieser schnelle Angriff durch die Mitte. Ja. Zweiter Anlauf, KW. Auch ein Sideout, der erfolgreich ist, wenn auch im zweiten Anlauf über Alec. Ja, Alec ist on fire, dem geht's ganz gut, fühlt sich wohl. Benutzt den Block, freut sich, dass er da ist, haut schnell drauf, mit einem schnellen Arm, Ball springt seitlich raus. Auch er variiert sehr schön im Aufschlag. Auch so eine Geschichte, der Carly Alec, der jetzt hier aufschlägt, der hat ja seinen Nationaltrainer rausgeschmissen im Pokal. Warum? Weil Cedric Inar, der Berliner Coach, das ist der neue estnische Nationalspieler. Und Alec hat erzählt, der war so sauer, der hat mit mir gar nicht mehr gesprochen nach dem Pokalfinale. Wir sind aber sicher, der wird bald wieder mit Alec sprechen und er wird ihm wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch einen Platz in der Nationalmannschaft wieder geben, so gut wie Alec in dieser Saison bislang unterwegs war. Absolut. Zwischenzeitlich, ja, der eine Libro rennt und spielt den fast unmöglichen Ball, der andere Libro schläft und lässt den Ball fallen. Jetzt wieder. Boah, ganz ärgerlicher Fehler aus Sicht von KW. Ja, es sind jetzt zu viele Fehler. Acht nimmt auch deshalb die Auszeit, will die Mannschaft ein bisschen beruhigen. Ja.
Victor, get out of Thibaut, come on. Guys, we have three situations where we just talk to each other and we look to each other. We know that Byron is not the guy who's now taking everything. So we need to help him. Come on, guys, come on, come on. Hey, when that timeout, we are faster here. Beide in Satz Nummer 2 beim Pokalfinale im Volleyball bei den Männern. Die United Volleys aus Frankfurt gegen die Netzhoppers. Königs Wusterhausen, Bestensee. Jochen Schöps immer wieder beeindruckend, wie er mit seiner Erfahrung erfolgreich ist. Grosser beim Offen. Ja, Ralf, du hast es gesagt, Mönnich wird immer stärker. Ja, wie gesagt, es ist gut für Königs Wusterhausen, es ist wichtig für jede Mannschaft, dass der Diagonalspieler funktioniert. Ja, den Ball könnte man auch abwehren. Trotzdem, schöne Länge, die er da im Feld trifft. Ja, Breakchance, schwieriger Ball. So, da kommt der Angriff aus dem Hinterfeld, der sogenannte Pipe. Und Frankfurt erfolgreich damit. Ja, Tim Grosser wird gerade viel gesucht, kriegt viele, viele Aufschläge von Königs Wusterhausen. Spielt auch sehr gerne den Pipe, deshalb wir gerade den Ball bekommen. Positiv abgeschlossen. Und es Höger wieder im Aufschlag. Sehr schöne Abwehr. Mit dem Poke spielt er den Ball. Nächster Anlauf. United Volleys. Geht's über Schöps. Rateitschak, der Libero. Klasse. Haben wir einen dieser langen Ballwechsel, die Ralf gerade gefordert hat. Und er wird beendet mit einem Ausrufezeichen von Daniel Malescha. Ja. United Volleys haben gerade ein bisschen mehr Pers im Aufschlag auf der Straße hier. Im Angriff. Gucken, wo der letzte Ball durchgeht, irgendwo dazwischen, schätze ich. Ja, Dirk Westphal hat nicht angeschlossen an seinen Mittelblocker. Ja. Ja, Linus Hüger ganz frech. Also der gefällt uns wirklich gut. Mit seinen 17 Jahren scheint er keine Nerven zu kennen, in einem Pokalfinale seinem allerersten zu stehen. Ja, Ketcherakis ist auch frech. Spielt ja so ein ganz ungewöhnliches Erst-Tempo, so ganz klein, unten, zack. Aber hier, das funktioniert gut mit den beiden, hat einen schnellen Arm. 18 beide. Kann man mal so machen, unter Kanadiern. Erfolgreich Wear. Bisschen zu lang von Johannes Mönnich. Ja, kommt hier von Rottenburg gekommen ist, genauso wie sein Trainer, wie Christoph Achten. Rottenburg, ja leider Gottes, mussten sie aus der Bundesliga ausscheiden, aus finanziellen Gründen. Konnten nicht mehr weiterspielen, haben alle bedauert in der Liga. Aber sie haben eine neue Heimat gefunden, zumindest Mönnich. Und auch der Trainer in Königs Wusterhausen. Ja, wieder so eine schwierige, undurchsichtige Situation. Immer am Ende ein bisschen aufmerksamer. Break für Frankfurt, 20:18. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen knapp für Königs Wusterhausen. Auch den retten sie noch irgendwie. Aber dann ist Mönnich erfolgreich. Aber sensationelle Rettungstaten immer wieder auf Frankfurter Seite gerade. Ja, Dirk Westphal bekommt gerade ziemlich viele Bälle und hat so ja, gerade eine Angriffseffektivität von 23%, was für eine Annahme außen nicht wirklich gut ist. Da hakt es dann so ein bisschen, ne? Also den braucht man dann schon, um hier das Spiel erfolgreich gestalten zu wollen. Sehr schöner Block. Ja, jeder bei Frankfurt weiß natürlich, wie wichtig Westphal ist bei KW. Den haben sie gut ausgeguckt, gut gelesen in der Vorbereitung vielleicht auch. Da kommt es dann umso mehr darauf an, dass die anderen im Angriff erfolgreich sein können, so wie zum Beispiel Johannes Mönch. Ja, Malescha versucht den Weg über einen nicht so harten Angriff, wird geblockt. Wieder über Malescha wahrscheinlich, ja, Schöps.
Breakball. Ja, großer Zuspieler hat manchmal vielleicht Probleme mit der Ballannäherung, aber im Block ist er gut. Mario Schmidt-Gahl, hier sehen wir es. Ja, kann man nicht viel besser machen. Ja, achten lässt prüfen, ob der Ball vielleicht im Aus war. Da hofft er, glaube ich, mehr, als dass es so ist. Zumindest beruhigen sich alle mal ein bisschen, er kann ein Schlückchen trinken. Co-Trainer auch der belgischen Nationalmannschaft. Christoph Achten war auch schon mal Cheftrainer der isländischen Nationalmannschaft. Ja, man kommt rum als Volleyballcoach. In Finnland war er auch schon. Und okay, wir gucken. Netzfehler war die Challenge, aber auch das ist nicht der Fall gewesen. Ja, das ist das Schöne an diesem Videobeweis. Da gibt es eigentlich dann auch keine Zweifel mehr an der Entscheidung. Aufschlag Malaysia. Ein Punkt vor für seine Mannschaft. Wird mal eben weggeblockt und da sind die beiden Herren schon wieder, Imhoff und Schmidt-Gahl. Ja, das ist ein bisschen zu wild im Angriff. Könnten wir vorstellen, dass Achten das auch so ein bisschen kommuniziert, dass sie wieder ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel bringen sollen. Wir haben die Auszeit. So, wir hören mal rein bei dieser Auszeit. Was empfiehlt der Trainer? Well, at some point, you need to be also more aggressive. Yeah, this, okay, go for a high touch, it's okay. We need to solve a difficult situation, then it's like that. We are under it. Trust it, five guys are covering. I mean, that's a little bit better. So, Ralf, jetzt erwarten wir eine kleine Übersetzung von dem, was Christoph Achten da gerade seinen Jungs mit auf den Weg gegeben hat. Auf jeden Fall aggressiv spielen, das haben wir mitbekommen. Ja, aggressiv im richtigen Moment auch, ne? Und sichern, er möchte, dass die nicht angreifenden Spieler dem Angreifer helfen, indem sie hinter ihm stehen, den Ball, falls er geblockt wird, sichern können. Das gibt ein gutes Gefühl dem Angreifer, dass er vielleicht auch dadurch ein bisschen mehr Zuversicht hat im Angriff. Ja. Missverständnis, ja. Nochmal die Chance für KW. Kali Alek. Rosser. Ja, die Finger waren dran und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Nee, auch die Körpersprache von Kecherakis, wie er sich da darstellt, ist ganz klar, dass er dran war. Achten möchte die Annahme ein bisschen verstärken. Oder möchte, hofft sich davon. Zimmermann rein, Westphal raus. Also Theo Zimmermann, 24 Jahre alt. Das Eigengewächs jetzt auf dem Feld. Ja, wird direkt von den Daniel Malescher begrüßt mit Mass. Läuft gar nicht gut für Königs Wusterhausen. Nee, kann man nicht sagen. Das sind Satzbälle. Ja, aber muss man auch wirklich. Sehr schöner Aufschlag. Das weiß man von Malescher. Der ist schon ausgesprochen effektiv mit dem Aufschlag. Auch hier wieder. Stark von Kali Alek. Hat er wirklich das Optimale draus gemacht, aus dieser wirklich schweren Situation. Sehr, sehr schwierig, aber der macht sich keinen Kopf, der geht drauf. Beherzigt, was sein Trainer ihm sagte, aggressiv sein. Trotz alledem müssen jetzt Breaks her. Zwar einige, mindestens drei. Aus Königs Wusterhausener Sicht. Ja, große Verantwortung bei James Ware jetzt bei diesem Aufschlag. Er riskiert's. Gute Annahme Frankfurt. Und Quiroga ist es nicht, sondern der Landsmann ist es. Facundo Imhoff macht den Deckel drauf. 2-0. Die Führung für Frankfurt. Ob KW das noch drehen kann. Wir sind wirklich sehr gespannt, liebe Zuschauer. Und Sie können was gewinnen bei uns. Schafft den Kürbismann.
Wieder in Mannheim in der SAP Arena. Pokalfinale im Volleyball bei den Männern. Die Netzhoppers Königs Wusterhausen Bestensee aus Brandenburg gegen die United Volleys aus Frankfurt. Und die Frankfurter, die führen hier mit 2:0 in den Sätzen. Als KW-Fan wird man sagen, na und, was soll's? Wir haben alle Pokalspiele 0-2 hingelegen und am Ende immer 3-2 gewonnen. Und der Trainer Christoph Achten, der hat gesagt, ich habe noch nie, da ist er,
Noch nie habe ich eine Mannschaft gehabt, die mental so stark ist wie meine. Und da hat er natürlich an diese Pokalspiele erinnert, an diese dramatischen Partien gegen Düren, gegen die Recycling-Volleys aus Berlin und gegen Herrsching. Immer lagen sie 0-2 zurück und immer waren sie am Ende vorne. Frage an Ralf Bergmann. Schaffen Sie es ein viertes Mal? Was glaubst du? Glaskugel habe ich nicht da. Ach doch nicht. Wäre uns zu wünschen, weil wir, denke ich, hier ein schönes Spiel sehen. Und je länger es dauert, desto schöner wird es dann hoffentlich. Ich meine, die Zahlen sprechen dafür, Königs Wusterhausen. Ja, da braucht man nicht mehr zu sagen. Zahlen sprechen für sie. Sie haben jedes Spiel in dieser Pokal, in diesem Pokaljahr, in dieser Pokalsaison in der Art und Weise gestaltet, dass sie hinten lagen und dann gewonnen haben. Und daran werden sie sich bei Zeiten jetzt erinnert haben, ne? Oder nochmal erinnern. Sie haben auch gerade in dem Vorlauf zu diesem dritten Satz völlige Ruhe ausgestrahlt. Kitcherakis war einmal auf Toilette, kam dann wieder, ein Witzchen gemacht. Am Ende, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, sie greifen zu schlecht an im Vergleich zu Frankfurt. Das ist das, wo sie besser werden müssen. Und wenn sie das schaffen, dann können sie vielleicht mal einen Satz hier gewinnen, zumindest mal im ersten Schritt, weil die Sätze waren ja eng. Die Sätze waren eng. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Ansporn, wenn du weißt, du kannst dich auf sich selbst verlassen sozusagen. Du weißt, du hast solche Spiele schon mal gedreht. Auf der anderen Seite stehst du natürlich unter enormem Druck. Du weißt, du musst jetzt drei Sätze gewinnen, um Pokalsieger zu werden, sonst ist es rum. Sonst hast du die große Chance verpasst, den ersten Titel zu holen. Also das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Genau, aber sie schaffen das nur so zu kreieren, gegebenenfalls in den fünften Satz zu kommen, wenn sie eben nicht an das große Ende, den Pokalsieg denken, sondern wenn sie sagen, okay, wir versuchen einfach zu spielen, wir versuchen ja, Spaß, Freude, wie auch immer, da wird es eine mannschaftsinterne Absprache geben, was sie machen wollen. Wenn sie das im Kopf haben, haben sie eine Chance. Wenn sie jetzt überlegen, okay, wenn wir den Satz nicht gewinnen, ist Pokal zu Ende, dann ist es vorbei. Also das wäre dann eine schlechte Geschichte. Klar ist aber auch eins, ich meine, wir tun da gerne einen kleinen Betrag ins Phrasenschwein, aber ein Finale ist dann vielleicht doch noch mal ein bisschen was anderes. Für einige Spieler ist es sogar zum ersten Mal, dass sie in so einer Riesenhalle unterwegs sind, wie hier dieser SAP-Arena, auch wenn die leer ist. Keine Fans leider Gottes dabei sein können. Also, guck mal, wie er verläuft, dieser dritte Satz. Die Frankfurter jedenfalls, die sind natürlich auch beflügelt, weil sie gesehen haben, am Anfang lief es nicht so rund, aber dann sind sie immer besser reingekommen in die Partie. Das verleiht ja auch sprichwörtlich die kleinen Volleyballflügel. Ja, muss man ganz klar sagen. Frankfurt spielt das sehr, sehr, sehr routiniert runter. Malescha ist jetzt von den Zahlen nicht wirklich gut, aber der ist immer da. Der strahlt aus, dass er alles machen kann und will. Abwehr wird immer besser bei Frankfurt. Wieder der Pipe von Grosser. Aber die Abwehr von Frankfurt wird dementsprechend auch gut, weil der Angriff von Königs Wusterhausen nicht so ist, wie sie sich wünschen. Neuer Mittelblock auf dem Feld. Kovac kommt rein. Ja, ich denke, das ist auch ein Mittel, zu dem Christoph Achten, der Trainer, jetzt greifen muss. Jakub Kovac, auch er neu, kam aus Finnland, aus Lakape, 23 Jahre alt, slowakischer Nationalspieler, Jakub Kovac. Ja, auch da war Tim Grosser dran. Blockabwehr funktioniert eigentlich gerade ganz gut von Frankfurt. Das ist auch das, was sie jetzt nach vorne bringt hier bisher in dem Spiel. Auch jetzt wieder im dritten Satz. Schon zwei Punkte Führung bei 8 gespielten Punkten. Ja, jetzt wird dieses Wischen zu einer kleinen Auszeit. Teamansprache. Da lässt man sich Zeit. Sehr gut. Ja, ein bisschen Aufschlagdruck der Königs Wusterhausen auch zu wünschen. Wie gesagt, Mario Schmidtke einmal vom Netz fernhalten. Ja, das kann passieren. Sollte natürlich nicht passieren aus KW-Sicht. So, und bei uns gibt es jede Menge Fußball live. Zum Beispiel auch VfL Wolfsburg gegen die Damen aus Norwegen. LSK Kvinnherad aus Lillestrøm. Das ist eine Topmannschaft aus Norwegen. Da reden wir über die Champions League im Fußball bei den Frauen. Wolfsburg gegen Kvinner Lindström. Also im Achtelfinale das Hinspiel live bei uns. Mittwoch 18 Uhr. Das ist der Hinweis für die Fußballfans.
Und die Volleyballer, die kriegen ja heute satt was geboten bei uns. Zwei Pokalfinals hintereinander weg. Klare Sache für Schwerin gegen Potsdam bei den Frauen. Ob es hier auch eine klare Sache wird, ein 3-0, bleibt noch abzuwarten. Ja, Dirk Westphal verlässt das Feld. Theo Timmermann kommt rein. Ja, jetzt nehmen Sie doch die Auszeit. Wir sind gleich zurück. That has to be a bit higher to reach, that we can start thinking about what we need to do against them. That means side-out focus, service on level. Yeah. The only thing is, yeah, be positive. Hey, come on, come on, let's go. Ja, Christoph Achten, schwerer Job für ihn heute, ganz klar. Es läuft nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Obwohl Captain Ruck es ja, Gott sei Dank, so wie wir es verfolgen, wohl durchspielen kann. Der lange angeschlagene Kapitän und Spielmacher. Aber Frankfurt hat sich enorm verbessert. Ralf, im Moment sehen wir undeutlich, wie KW dieses Spiel noch biegen soll. Ja, so nicht, muss man ganz klar sagen. Aber was Christoph Achten in der Auszeit angesprochen hat, macht Sinn. Und wir aus Sicht von Königs Wusterhausen hat gesagt, okay, wir haben eine Taktik, die wollen wir spielen, alles gut. Aber wir können gerade eben gar nicht unser Spiel abrufen. Deshalb müssen wir uns erstmal um uns kümmern. Und wenn wir da wieder auf Level kommen, speziell Sideout und Aufschlag hat er da angesprochen, dann können wir über Taktik reden. So, und da sind sie jetzt gerade, ja, gefangen will ich nicht sagen, aber sie haben gar nicht die Luft, um irgendwie in Breaks zu denken. Sie sind zu sehr mit sich beschäftigt. Ja, von Achten zeigt auch an, zu seinem Mittelblocker Kovac, bisschen ruhiger, lass dir Zeit. Aufschlag ist jetzt wichtig für Königs Wusterhausen. Ja, das geht natürlich recht einfach jetzt gerade, einen erfolgreichen Sideout hinzukriegen. Nächster Punkt für die United Volleys. Und das ist natürlich jetzt schon eine komfortable Führung. Dieses 9-4 aus Sicht der Hessen. Ja, das ist schon einiges. Spezielle Männervolleyball, aber wir haben genau das, was wir gerade gesehen haben, vorher auch besprochen. Solange sich Mario Schmidtgall im Zuspiel nicht groß bewegen muss, kann er alles spielen. So wie gerade auch, dann kann er erst das Tempo spielen und außen wird es für den Block von Königs Wusterhausen schwer. Die müssen jetzt, KW muss einen Dreh im Ausschlag dran bekommen. Auf der einen Seite und muss ihren Sideout stabilisieren. Ob ich es geahnt hätte. Anhabe weg vom Netz. Schwierige Situation für Schmidtgall. Doppelblock-Situation auf außen auf der 4 für Tim Grosser und er versucht es zu lösen. Alles aber drin. Erstes Break für Königs Wusterhausen. Nur so können sie wieder Anschluss finden. Mit guten Aufschlägen, viel Druck. Aber es war natürlich die Top-Annahme vom Libero. Was ist da mit diesem Ball im Aus? Oh, das war ein möglicherweise ärgerlicher, sehr ärgerlicher Fehler aus Frankfurter Sicht. Auszeit genommen von Serda Valera. I keep on playing simple. Remember that we don't have to change. Yeah, we see if we keep going in the same sprint. Okay, they want to take the net, but we need to keep it hard. Here we go. So, ab, wie geht's, sagen Sie bei Frankfurt? Ja, es geht richtig gut bei den Hessen aktuell. 2-0 Satzführung, 9-7. Beim Aufschlag von Johannes Mönnig für Königs Wusterhausen. KW unter enormem Druck. Aber wir haben es angesprochen, das kennen Sie aus allen bisherigen Pokalspielen in dieser Saison. Chance jetzt, weiter zu verkürzen. Und das schaffen Sie. Theo Timmermann. Schöner Winkel. Ja, Basis all dessen jetzt, der gute Ausschlag. Und wenn nicht. Wieder so ein starker Ausschlag. Sie räumen sich wieder an, Ralf. Genau, Serena Malera hat auch in der Auszeit gesagt, die geben uns nichts, wir müssen für unsere Sachen arbeiten. Wir kriegen nichts von denen. Ja, sieht man. Da
Dafür sind sie bekannt, die Netzhoppers. Die fighten, ganz egal wie es steht. Die fighten, die lassen gar nichts laufen, schon gar nicht im Pokalfinale. Das ist doch mal ganz klar. Schmidtgeil, ja, kann man mal machen. Macht er schon nicht zum ersten Mal, Leute. Ja, ist eine Variante, die immer mehr in Volleyball reinkommt, gerade eben. Ist natürlich auf der Handlungshöhe, auf der er sich bewegt, schwierig dann auch im Block dagegen was zu machen. Weil auch wenn der Block da wäre, dadurch, dass er den rüber pritscht oder runterdrückt, hätte auch im Block seine Schwierigkeiten. Aber nochmal, Basis ist die Annahme. Zwischenzeitlich Ide so ein bisschen zippelt an seiner rechten Wade rum. Libero Frankfurt hat sich gerade auch schon eine Knieschule da ausgezogen. Weiß nicht, ob er da Probleme hat. Also diese beiden Wechsel da bei KW, sie scheinen sich bezahlt zu machen. Goralik und Westphal, die hat jetzt doch schon eine ganze Zeit lang draußen. Kovac und Timmermann, der Aufschlag. Sie scheinen da neuen Schwung gebracht zu haben bei den Brandenburgern. Break-Situation, schwierig. Ah, da muss man besser mit umgehen, mit solchen Situationen. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Aber ja, bis auf 8. Abseits des Feldes. Man sieht auch, dass er es nicht mag. Aber auch auf, im Bild, ja, hier, Ide hat Probleme. Hat Schmerzen in seiner rechten Wade. Bin gespannt, ob Königs Wusterhausen das wahrnimmt und da vielleicht so ein bisschen ihn beschäftigt in der Annahme. Aber als erstes müssen sie erstmal ihren Sideout schaffen. Es wäre natürlich jammerschade, wenn da wieder Verletzungspech in dieses Spiel eingreifen würde. Fehlaufschlag Rossa. KW ist wieder da, ist dran. Nur ein Punkt Rückstand aus Sicht der Mannschaft links vom Netz. Ja, jetzt, Sirmalera redet jetzt, das ist jetzt spannend, jetzt wird's interessant. Ede redet mit Quiroga und ich kann mir nicht vorstellen, dass er Quiroga als Annahme außen reinbringt, sondern als Libro. Also faktisch ist es so, wenn der Libro verletzt raus muss, also Libro kann verletzt ausgewechselt werden, dann muss ein sozusagen Feldangriffsspieler die Position übernehmen. Dann ist Ede aber fürs Spiel auch raus. Quiroga macht sich ordentlich warm da draußen. Wir sehen, was kommen wird. Also das heißt, Ide darf in keinem Fall mehr eingreifen? Wenn diese Option gezogen wird, dann ist er praktisch für das Spiel raus, genau. Dann übernimmt Quiroga die Libero-Position, übernehme, Konjunktiv, die Libero-Position und Ide wäre dann raus. Das ist so, ja, praktisch, dass man eben nicht spielunfähig wird, wenn sich der Libero verletzen würde. Das ist der Hintergrund. Ja, schauen wir, wie es weitergeht. Bei ihm scheint sich die Verletzung nicht so bemerkbar zu machen, bei Keturakis, auch wenn er hier diesen Ball ins Aussetzt. Sein Rücken hält. Aber bei Ide sieht es nicht gut aus. Vor allem, wenn wir mal auf seinen Minenspiel schauen. Ja, versucht er jetzt über Stretching irgendwie seine Wade zu beruhigen. Es ist halt auch ein Problem. Ne? So ein Libro muss super viel über Antritte kommt. Er läuft viel, steht und rennt dann vor. Das ist natürlich immer wieder für so eine Wade schwierig. Oh, jetzt wird es ein bisschen hektisch hier. Hat der Malescher mit allem, was er hat. Ja, da wird nochmal durchgepustet, sehen wir gerade bei Schmidtgeil. Also der weiß auch, der Punkt war möglicherweise ganz enorm wichtig. Gemacht hat ihn Daniel Malescher hier. Ja, anstatt 13-12, falls KW den Punkt macht, steht es jetzt 14-11. Achten hat sich jetzt abseits der Kamera auch mal erkundigt, wie viel Auszeit er noch hat. Spielentscheidende Phase jetzt. Das ist doch schön, wenn man so einen erfahrenen Mann hat wie Jochen Schöps. Und der bringt den Aufschlag, na klar, ohne Fehler ins Spiel. Aber da ist Jakub Kovac da und versenkt diesen Ball in der gegnerischen Spielhälfte. Relativ humorlos. So, jetzt wieder der Mann mit der harten Kelle beim Aufschlag, Carly Alec. 22 Asse hat er geschlagen in der Hauptrunde der Bundesliga. Ja, bisher noch keins. Zwei Fehler bisher.
Für mich einer der stärksten bei Frankfurt, der Mann mit der 1, Facundo Imhoff, der Mittelblocker, immer zuverlässig, wie ich finde, im Blockspiel und immer wieder auch mit solchen Angriffen erfolgreich. Für mich vielleicht sogar ein Kandidat als Spieler dieses Spiels. Liebe Zuschauer, vielleicht möchten Sie den noch küren. Können Sie machen. DVV-Pokal-App sei Ihnen da ans Herz gelegt. Da ist er zu bestimmen, der Spieler dieses Pokalfinales. Und Sie sind da ganz entscheidend mit Ihrem Votum. Ja, 15-13 Frankfurt. Bei Imhoff ist es gerade über die Statistik recht einfach. 10 Angriffe, 8 Punkte, sprich 80%, 3 Blocks. Ja, besser geht doch nicht, oder? Das sind gute, sehr, 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 sehr gute Zahlen für einen Mittelblocker. Auch bei dieser Läufer 6, Läufer 3 Situation spielt man gerne. Erst Tempo kommt nicht zustande, Aufschlagfehler. Ja, solche Zahlen wie bei Imhoff kenne ich eigentlich nur vom Bergmann, oder? Bestimmt. Ich erinnere mich nicht, aber vielleicht hatte ich auch mal so ein Spiel, ja. Mit Sicherheit. Zurück zu diesen Jungs hier. Da ist er wieder, Facundo Imhoff beim Aufschlag. Zimmermann, na also, das Eigengewächs, für den das auch eine Riesennummer ist. Er sagt selber, Höhepunkt meiner Karriere, überhaupt keine Frage, dieses Pokalfinale mit meinem Stammverein. Er war noch nirgendwo anders, der gute Theo Zimmermann. Und der toppt die Statistik von Facundo Imhoff. Er hat 3 Angriffe, 3 Punkte, 100%. Da reden wir noch über den Spieler, der spielt. Ja, aber ich glaube, da braucht man ein paar mehr Aktionen. Fakt ist, dass Königs Wusterhausen jetzt so ein bisschen im Aufschlag das Ding entgleitet. Das ist, ja, es ist weder druckvoll noch sicher. Das sind einfach zu viele Fehler. Ja. 100%, aber wieder die Diagonale, die spitze Diagonale Marker. Da könnte der Noah vielleicht mal Max Pöhler mal seine linke Hand rausnehmen, um das so ein bisschen zu beenden. Ja, vielleicht muss dann im Angriff mehr gehen über Zimmermann, der gerade einen ganz guten Flow hat. Ja, ist jetzt leider hinten. Oder leider, jetzt, vielleicht macht er einen guten Aufschlag. Ja, der Aufschlag ist nicht so schlecht. Aber da war eben auch die Annahme von Ide gut. Also der Libero erscheint sich vielleicht doch durchbeißen zu können. Ja, sieht so aus. Man sieht es jetzt auch, wenn man mal drauf gehen würde, an seiner rechten Wade ist da jetzt auch Kinesiotape angebracht worden. Ist zumindest gut für die Seele, das Kinesiotape in dem Moment. Grosser, ordentlicher Wumms, aber Ratajczak macht's gut, der Libero. Längere Ballwechsel mal wieder. Kannst du aktuell sagen, wie die Zahlen so ausschauen beim Daniel Malescher, der jetzt wieder, habe ich den Eindruck, sich ein bisschen wieder gefangen hat, ein bisschen stärker geworden ist. Nächste Auszeit. Ist jetzt bei 42% Effektivität, war zu Beginn nicht im ersten Satz bei 20, 25, also ist wirklich gut bei ihm. Wir hören bei Trainer Christoph Ach. It's tough, because the block is easy there, long side is tough to hit. I just want to play volleyball, we're proud of the last few points. Yes, whatever happens, happens. Let's go! Let's go. Let's go. Auch der Captain schwört seine Jungs nochmal ein, Baron Katarakis. Ja, Christoph Achten, optimistische Trainer, sehen ein bisschen anders aus als er. Da muss jetzt wirklich der berühmte Ruck kommen, absolut. Ja, aber ich glaube, sein Minenspiel ist oft sehr ähnlich. Aber natürlich. Sie haben es alles schon bewiesen, ne? Also Königs Wusterhausen hat bewiesen, dass sie auch aus solchen Situationen sich rausarbeiten können, aber mit jedem Punkt wird es nicht einfacher. Zumal, wenn Grosser weiter so gut aufschlägt, wie gerade eben gesehen. Ja, den machen sie. Der war enorm wichtig, dass Grosser erstmal weg ist vom Aufschlag aus Sicht von KW. Ja, suchen jetzt immer die spitze Diagonale im Angriff. In dem Fall, nur Baxböhler versucht zu schließen. Ja, viermal würde ich mal behaupten, aber gut, Schiedsrichter spielt weiter. Ja, den macht er. Und dann ballt er die Faust, verständlich. Da muss man sich auch wieder als Spieler rausarbeiten. Ja. Wichtig für KW, das kann mal so eine Situation sein, wo man so ein bisschen Emotionen reinbringt. Abseits der Kamera war es auch zu sehen, die Auswechselspieler rennen fast aufs Feld, kriegen so einen kleinen Rüffel vom ersten Schiri. Aber das ist das, was jetzt Königs Wusterhausen braucht. Breaks und die kriegen sie nur mit Emotionen. Und die Fans können die nicht liefern, die sind nicht da. Da muss aus der Mannschaft ganz viel kommen in der Richtung.
Walesza. Ja, er ist sehr, sehr effektiv mittlerweile geworden. Zunehmend wird er auch in kritischen Situationen auch gesucht von seinem Zuspieler, von Mario Schmidt-Gahl. Und er liefert. 2017 für die Frankfurter. Die United Volleys brauchen nur noch 5 zum Pokalsieg. Linus Hüger wieder da zum Aufschlag. Ist jetzt ein 6. Wechsel, der in jedem Satz stattgefunden hat. Wohlgemerkt, 17 Jahre, erste Bundesliga-Saison, erstes Pokalfinale, Linus Hüger. Ja, jetzt muss Königs Wüste aus dem Besten sehr aufpassen. Das wird jetzt. Aber was war jetzt? Letzten Fehler habe ich gar nicht. Ja, ich glaube, da war einer dran. Okay, ich habe mich nur auf den Schlag selber konzentriert. Mein Fehler. Deshalb geht der Punkt an KW und da gab es noch keine Proteste aus Frankfurt. Das war okay. Ketorakis. Und Chips. Ja. Chance KW. Möglichkeit zum Break. Ah, das Zuspiel ist nicht. Da macht Walesza eigentlich alles richtig. Schlägt den Ball locker in den Block und hofft darauf, dass seine Mitspieler sichern. Tun sie nicht. Ist ärgerlich, werden wir gleich sehen. Er will nichts anderes als locker den Ball blocken und ja, dreht sich um und denkt, da muss doch jemand sein. Ja, aber diejenigen, die da sind, sind nicht bereit. Nochmal die Chance für die United Volleys. Und wieder geht's über Walesza und wieder geht's erfolgreich über Daniel Walesza. Ja, Kovac spricht da nicht im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Hände auf den Ball. Ist ein bisschen spät, versucht da irgendwie zu retten. Schafft er nicht. Schlechte Nachrichten für Königs Wusterhausen, Schöps im Aufschlag. Ja, Karli Alec wird weggeblockt und da ist er wieder, der Mann mit der 1. Sicher auch einer der Top-Leute in diesem Finale, Facundo Imhoff, der Argentinier. Auszeit. 22-19 United Volleys, oder? Ja, nee, erstmal nur Wechsel. Nee, er hatte gehofft, dass er noch eine dritte Auszeit hat. Ja. Bis zum 8. hat er nicht. Oder hat jetzt irgendeine Challenge bemüht, die sicher nicht erfolgreich sein wird. Er muss jetzt irgendwas machen. Ich denke, er hat irgendeine Challenge, genau, irgendeine Challenge genommen, hat dann währenddessen mit seinen Leuten geredet, was er kann. Eine vermeintliche Auszeit kreiert. Ja, wozu so eine Challenge-Entscheidung alles gut sein kann, das weiß man, das weiß ein erfahrener Trainer natürlich, nutzt das natürlich sofort auch so aus. Jochen Schöps. Boah, was für ein guter Aufschlag. Was für ein guter Aufschlag. Unfassbar. Das ist, was wir zu Beginn sagten. Jochen verfügt über so viele verschiedene Möglichkeiten in seinem Touch, in seinem Arm, in seiner Hand. Ja, einen harten, lockeren Aufschlag. Christoph Achten versucht alles. Neuen Diagonalspieler rein. Jackson kommt. James Jackson, Kanadier, auch neu, hat bei einer College-Truppe gespielt in der vergangenen Saison. Ja, zumindest mal Schöps wieder weg vom Aufschlag. Das wird manchen bei KW auch zumindest schon ein bisschen erleichtern. Ja, und jetzt muss aus Königs Wusterhausener Sicht Mario Schmidt-Gahl weg vom Netz über einen guten Aufschlag und dann einer schlechten Annahme hoffentlich. Karli Alec, der so viel trainiert hat im Aufschlag. Er weiß, ich muss jetzt liefern. Ja, das passt bisher aus der Sicht von Königs Wusterhausen. Aber Jochen Schöps, einer der überschaubar vielen emotionalen Momente von Jochen Schöps. Wissens, dass er den ersten Matchball, Pokalball kreiert hat für Frankfurt. Ja, wenn wir Mr. Pokerfist suchen, sind wir ganz schnell auch bei Jochen Schöps. Aber jetzt Walesza, ja. Da brauchen wir keinen Videobeweis, glaube ich. Der war mal mindestens 8,5 Meter im Aus. Aber das kann den Frankfurtern wurscht sein. Die brauchen noch einen einzigen erfolgreichen Sideout zum Pokalsieg 2021. 3 Versuche gibt es dafür, Miss. Der ist es erstmal noch nicht. Jackson. Ja, immer vor dem Netz. Körpersprache belegt dies.
Also erster Matchball abgewehrt, aber es bleiben noch welche. Erstmal nimmt Salamalera, der argentinische Cheftrainer, die Auszeit. Er war auch schon mal Pokalsieger mit seiner argentinischen Mannschaft, die er zuvor mal betreut hat. Just one good reception now. Yeah, and it's important to have clean directions, guys. Yeah, clean direction, not going blind now. A good team, yeah, clean directions now. Yeah, one ball or the other one. Yeah, it's first one ball. Action. It's one action. One by one. One ball. Clean direction hat er gefordert. Ralf, bitte übersetzen. Ich schätze, er möchte einfach spielen und das, was man dann macht, gut machen. Vorher hat er kurz mit seinem Zuspieler gesprochen, so wie ich es erkannt habe. Würde er sich freuen, wenn Jochen Schöps den Ball bekommt. Gavir versucht nochmal mit dem Aufschlagwechsel. Janik. Goralek kommt, genau. Janik Goralek, ja. Lange draußen gewesen gerade. Ja, Jochen Schöps, wie gesagt. Diagonal. Auf die Hände und das war's. Auf die Hände und das war's. Und das war es aus Sicht der United Volleys. Sie sind Pokalsieger 2021. Ralf, was sagst du? Ich glaube, wir reden von einem verdienten Pokalsieger. Ja, über das ganze Spiel gesehen war Frankfurt die bessere Mannschaft, absolut. Natürlich aus unserer Sicht, die wir gerne guten Volleyball sehen und auch an den Fernsehern, hätten wir uns gewünscht, wenn Königs Wusterhausen mindestens einen Satz gewonnen hätte, dass wir wirklich noch ein bisschen mehr Finalatmosphäre erlebt hätten können. Aber am Ende ist es so, dass Frankfurt das wirklich gut gemacht haben. Wir sehen Sermalera Herz, sein Zuspieler, Schmidtgall, der alleine da unterwegs war. Keine einfache Aufgabe für ihn. Ja, am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die es auch wirklich verdient hat, muss man sagen. Ja, und es hat also diesmal nicht geklappt mit dem Aufholen eines 0:2 Rückstandes. Das ist eben kein Automatismus. Das musst du dir immer wieder ganz, ganz hart erarbeiten. Da müssen die Gegner auch was zulassen, Ralf, dass überhaupt einer wieder aus der Kiste rausspringt, wie KW das gelungen ist. Und da hat Frankfurt nicht wirklich zu viel zugelassen in diesem dritten Satz. Genau, aber wenn es so, also in dem Moment, wo Frankfurt ein bisschen geschwächt hat, dann hätte nämlich Königs Wusterhausen Bessensee ein bisschen Qualität auch reinbringen müssen. Und das haben sie heute wirklich nicht geschafft. Zu viel Fehler gemacht, nicht gut aufgeschlagen. Ja, also da sind schon einige Situationen. Wenn wir jetzt gucken, Aufschlag. Frankfurt macht 3 Asse, 13 Fehler. Und Königs Wusterhausen macht 11 Fehler, 2 Asse. Ja, das ist nicht der große Unterschied. In der Annahme ist ein Unterschied. Aber der größte Unterschied ist im Angriff. Und da reden wir natürlich über die Top-Angreifer, da reden wir über Daniel Malescher, da reden wir auch vor allem über Jochen Schöps, der in kritischen Situationen, die gab es ja zweifellos auch auf Frankfurter Seite, immer wieder auch mit all seiner Routine für Punkte gesorgt hat bei seinen United Volleys. Genau, am Ende haben die beiden Malescher, Schöps um die Schöps 46, Malescher 43% Angriffseffektivität. Das ist schon sehr gut bei der Anzahl der Bälle, auch 24 und 30 Bälle. Er hat den Vogel abgeschossen sozusagen, hat Facundo Imhoff.